Der Mann mit der roten Krawatte. Ach und Krachgeschichten. Heute Erika Steinbach. Das ist Erika Steinbach. Nee, das ist Erika Steinbach. Die finden alle gerade total doof. Voll gemein. Die Erika ist eigentlich eine ganz Liebe. Sie hat nur immer voll das Pech. Zum Beispiel mit ihrer Uhr. Die geht nämlich 70 Jahre zurück. Voll doof. Lebt die Erika in der Steinbach-Zeit. In der Steinbach-Zeit wurde sich noch richtig um die Kinder gekümmert. Liebe Kinder, schön aufgepasst. Tante Elfi spielt jetzt mit euch. Hi, Hitler. Na Kinder, wir wollen uns heute eine richtige Autobahn bauen. Passt mal auf. Aber weil die Steinbach nicht alleine in der alten Steinbach-Zeit sein will, macht sie eine Selbsthilfegruppe für die anonymen Ewiggestrigen auf. Den Bund der Vertriebenen. Die leben alle in der ollen Steinbach-Zeit. In den Grenzen von 37. Kennt ihr ja. Hat die Steinbach noch mehr Pech, bekommt sie nämlich auch noch eine Pollenallergie. Und weil es gerade so schlecht läuft, kann sie auch noch schlecht sehen. Denkt sie glatt, sie hat eine Pollenallergie. Kommt zu dem Pech auch noch Unglück dazu. Voll Moppelkotze, ist sie total geladen. Hat der anders gepolte Elektriker leider am Sicherungskasten was falsch gepolt. Jetzt ist die arme Erika wirklich voll allergisch gegen Polen. Gab's ja schon mal. Der nette Onkel hier konnte die Polen nämlich auch nicht leiden und kam nicht zum Freundschaftsbesuch. Und die Steinbach weiß auch warum. Polen hat bereits im März 1939 mobil gemacht, dann kann ich das nicht ändern. Es war so. Ich kann es auch nicht schönreden. Es ist ein Faktum. Sagen die Polen, damit Erikas Pech endlich mal ein Ende hat, zünden wir eine Puppe für sie an. Und nächste Woche, Erika Steinbach zeigt Herz und übernimmt Patenschaft für polnisches Kind. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.